Die Robotiker der Carnegie Mellon University würden nicht im Traum daran denken, keinen Roboter in die Luft zu schicken. Schließlich ist das eine echte Herausforderung für enthusiastische Ingenieure. Also haben sie einen Hubschrauberroboter gebaut. Einen der interessantesten und perfektesten Roboter, den es im Moment auf der Welt zu sehen gibt. Zunächst einmal sieht er aus wie ein gewöhnlicher Spielzeughubschrauber, wenn auch von ausgewachsenen Dimensionen. Beim Laden der Batterien wird allerdings sichtbar, wie viel Elektronik in dem vermeintlichen Spielzeug steckt. Wie NavLab, das Roboterauto, lokalisiert auch der Hubschrauber seinen Standort über das Global Positioning System. Seine Rechnerpower entspricht lediglich der eines Standard-Pentium-PCs. Vor dem Start nimmt der Hubschrauber mit Hilfe eines Laserscanners eine Grundorientierung vor. Erst mit diesen Daten kann er abheben und sich im unbekannten Gelände orientieren. Zunächst muss der Helikopter noch ferngesteuert werden. Er hat keinerlei Informationen über das Gebiet, in dem er sich befindet, und soll in einem ersten Arbeitsschritt eine Landkarte der Umgebung erstellen. Projektleiter Omiad Amidi und sein Pilot sind seit 2 Jahren fast täglich hier draußen vor den Toren Pittsburghs, um ihre Hubschraubermodelle zu erproben. Das Interesse des Militärs ist groß, denn dieser Roboter eignet sich offensichtlich als unbemannter Aufklärer. Daher fließt auch Geld des Pentagon in diesen Forschungsschwerpunkt des Robotics Institute. Systematisch wiegt der Hubschrauber das Gelände ab und erfasst es mit seinem Laserscanner. Wir scannen das ganze Gelände, und zwar mit Hilfe des Lichtstrahls vom Hubschrauber. Er zerlegt das Gelände praktisch in lauter dünne Schichtaufnahmen. Wir kennen die genaue Position und vor allem die Höhe des Helikopters, denn die ändert sich ja ständig. So erhalten wir eine ganze Serie von Schichtaufnahmen, die wir dann zusammensetzen. Am Schluss haben wir eine dreidimensionale Karte dieses Geländes. Anschließend werden die gewonnenen Informationen am Computer beurteilt. Deutlich ist in der Mitte der LKW zu sehen, in dem der Hubschrauber transportiert wurde. Rechts zeichnen sich die Gebäude am Rande der Wiese ab. Omiad Amidi ist zufrieden. Die Qualität der Karte entspricht seinen Erwartungen. Amidis Kollege schaut sich seinen Wagen an, an dem er sogar die Scheibenwischer erkennt. Hat der Hubschrauber das Gelände einmal kartografiert, kann er neue Objekte darauf lokalisieren. Hier haben die Forscher eine Versuchsanordnung mit 3 Tonnen installiert, in einem Gelände, das der Hubschrauber schon kennt. Zu welcher Präzision der Hubschrauber fähig ist, der jetzt ohne Fernsteuerung, also völlig autonom fliegt, demonstriert dieses Experiment. Der Hubschrauber hat die Aufgabe erhalten, ein Objekt von 5 cm Durchmesser von einer der Tonnen zu entfernen. Nicht nur exakte Navigation, also die Software, ist jetzt gefordert. Die Vibrationen sind auch eine Herausforderung für die Stabilität der Konstruktion. Navigation ist für Roboter heute kein Problem mehr. Sie finden sich gut zurecht. Das macht sie manchmal ein bisschen übermütig.